Was die Rettungstechnik angeht, muss man ja nicht immer gleich an den schlimmen Notfall denken. Es gibt viele Situationen, wo uns diese kleinen Techniken helfen, allein um einmal die Hände frei zu bekommen. Beispielsweise das Abbinden des Sicherungsgerätes oder einfache Flaschenzugtechniken sind vielfach anwendbar. Der Express-Flaschenzug wird in der Regel als Rettungstechnik gelehrt, auch wenn Rettung da in dem Fall vielleicht ein bisschen übertrieben ist, wenn man es eigentlich nicht schafft, damit jemanden wirklich über längere Strecken hochzuziehen. Ist eigentlich ein gutes Mittel, vor allen Dingen dafür, wenn der Nachsteiger mal an einer schweren Kletterstelle vielleicht hängt oder nicht hochkommt, dass man ihm einfach ein bisschen Zug geben kann, um ihn über diese kurze Stelle von ein paar Metern hochzuziehen. Basis jeder Rettungstechnik ist, dass man das Sicherungsgerät einmal fixiert. Abbinden nennt man das auch. Verwendet man die HMS-Sicherung, ist das Abbinden mit dem Schleifknoten am einfachsten. Wenn ich einen Schleifknoten knüpfen will, dann nehme ich mit der Bremshand das Bremsseil ungefähr eine Handbreit unter dem Karabiner, verdrehe die Hand einmal, um eine Schlaufe entstehen zu lassen, nehme dann das Bremsseil, führe es einmal hinter den beiden Seilen durch und wieder durch die Schlaufe. Ziehe das Ganze dann fest, dann habe ich meinen Schleifknoten fertig und der blockiert dann den Halbmastwurf in dem Fall. Und um den dann nochmal zu hintersichern, ziehe ich mir die Schlaufe ein bisschen größer und mache nochmal einen Kreuzknoten auf den Schleifknoten drauf, damit das Ende auch nochmal fixiert ist. Wenn ich den Schleifknoten fertig habe, kann ich mit dem Aufbau des eigentlichen Expressflaschenzugs beginnen. Das heißt, ich habe jetzt beide Hände frei, der Schleifknoten blockiert das Ganze. Dann nehme ich eine Prusik und die knüpfe ich in das Seil, was zum Nachsteiger führt, ein, hänge Karabiner in die Prusik und lenke dann wiederum das Seil, was aus dem Schleifknoten rausläuft, in diesem Karabiner um. Dann habe ich eine Umlenkung und habe den Expressflaschenzug aufgebaut. Dann muss ich nur noch den Schleifknoten lösen. Dabei muss ich aufpassen, dass ich natürlich immer das Bremsseil in der Hand habe, damit der Nachsteiger keinen Satz nach unten macht. Wenn ich den gelöst habe, blockiere ich währenddessen das Seil mit der einen Hand, ziehe das Schlappseil ein und sobald das geschehen ist, kann ich anfangen, ihn hochzuziehen und ihm dadurch die Unterstützung zu geben, die er braucht, um über diese Stelle zu kommen. Das geht natürlich nur so lange, bis der Prusik heroben nahe dem HMS ist. Dann muss man wieder das Bremsseil halten. Am besten macht man es so, dass man beide Seile hält, den Prusik lockert, nach unten schiebt, soweit man reicht und dann wieder das Seil in die Hand nimmt und nach oben zieht. Das macht man eben so lang, bis also die schwierige Stelle überwunden ist bzw. diese Unterstützung nicht mehr nötig ist. Für den Expressflaschenzug gilt das Gleiche wie für alle Rettungstechniken. Wenn man sie zu Hause übt oder im Klettergarten übt, kann man sie dann im Ernstfall recht gut und so macht es dann auch den größten Sinn.